Hallo liebe User, ich bin Robert Zieler und ich stelle euch heute meine Traumelf vor. Also, im Tor fange ich dann an, muss ich natürlich jemanden wählen. Ich könnte natürlich jetzt Manuel Neuer einfach sagen, weil ich mit ihm noch zusammengespielt habe und er meines Erachtens auch einer der besten Torhüter ist. Aber ich fände es langweilig, wenn ich nicht selber dann irgendwie dabei wäre und deswegen stelle ich mich selber auf. Und übrigens, ich habe mich entschieden, heute nur Jungs auszuwählen, mit denen ich selber schon zusammengespielt habe. Erstmal spiele ich mit einem 4-4-2, würde ich aussuchen. Klassisch, wie ich es von früher kenne. Und mache weiter mit einem Rechtsverteidiger. Und da würde ich Benjamin Pavard nennen. Hätte dann eben aber auch die Möglichkeit, Steven Schonolo, hier eine absolute Legende bei 96, zu nehmen. War mein erster Kapitän auch in meiner Profikarriere. Entscheide mich aber für Benjamin Pavard. Und Benji hat mich extrem beeindruckt damals beim VfB, weil er schon wirklich in sehr, sehr jungen Jahren sehr, sehr weit war. Und man hat einfach gesehen, dass er enormes Talent besitzt und dass er wirklich das Potenzial hat zu einer großen Karriere. Wie man sehen kann jetzt, ich glaube mit 26 hat er bereits Champions League gewonnen, deutscher Meister geworden und ja auch Weltmeister, also schon sehr beeindruckend. Dann zwei Innenverteidiger. Zum einen nehme ich Per Mertesacker. Mit dem ich ja auch bei der Nationalmannschaft zusammengespielt habe. Und Per ist eben auch jemand, der eine gewisse Hannover-Verbundenheit hat. Hat auch mal bei 96 gespielt. Ist sehr, sehr Hannover interessiert nach wie vor. Wenn man sich mal sieht oder so, dann fragt er immer, was geht ab bei 96, wie läuft es gerade etc. Vielleicht den einen oder anderen, den man noch mal kennt. Habe sehr, sehr gerne mit Per zusammengespielt und deswegen nehme ich Per Mertesacker. Und dann daneben habe ich mich entschieden für Mario Eggimann. Mario ist auch jemand, mit dem ich gut befreundet bin, schon seit sehr langer Zeit. War jemand, der mich auch in meinen jungen Jahren so ein bisschen an die Hand genommen hat, mir den einen oder anderen Ratschlag gegeben hat, so immer mal wieder im Laufe meiner Karriere. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und darüber hinaus ist Mario auch jemand, der eine tolle Karriere hatte. Hat auch einige Spiele gemacht für die Schweizer Nationalmannschaft und insofern entscheide ich mich für Mario Eggimann. Auf der linken Verteidigerposition entscheide ich mich für Jonas Hector vom 1. FC Köln. War ja in dem Jahr, in dem ich beim 1. FC Köln ausgeliehen war, habe ich mit ihm zusammengespielt und eben auch mal kurze Zeit bei der Nationalmannschaft. Hat mich enorm beeindruckt. Also mit seinen spielerischen Qualitäten war jetzt niemand so der Mann großer Worte war, sondern hat wirklich eben auch Taten auf dem Platz sprechen lassen und war auch maßgeblich daran beteiligt, dass wir in dem Jahr den Klassenerhalt geschafft haben. Dann spiele ich mit zwei Sechsern und entscheide mich auf der einen Sechserposition für Toni Kroos. Toni Kroos auch jemand, ich glaube, er geht ein als einer der besten Spieler aller Zeiten, die wir in Deutschland hatten. Ich hatte das Glück, schon in sehr jungen Jahren mit ihm zusammenspielen, weil er tatsächlich, obwohl er ein Jahr jünger ist, schon hochgezogen worden ist zu uns in die Jugendnationalmannschaft. Und damals konnte man schon einfach erkennen, was er für ein enorm großes Talent hat und dass er mal wirklich eine große Karriere vor sich hat. Und auf der anderen Sechs-Position nehme ich Eddie Pripp. Eddie einfach ein guter Freund von mir. Wir haben auch sehr lange bei 96 zusammengespielt, tatsächlich zweimal in meiner sehr langen ersten Zeit bei 96 und eben auch in meiner zweiten Zeit. Und Eddie ist ein guter Freund und hat viele Jahre hier eben auch für 96 seine Leistung gebracht. Und insofern darf er da nicht fehlen. Linkes Mittelfeld, eher offensiv ausgerichtet, würde ich Riyad Mahrez nehmen. Den würde ich auch gerne mit reinnehmen. Das war zu meiner Zeit in Leicester. Habe ich mit ihm zusammengespielt. Das war einer von den Spielern, wo ich sage, der hat so großes Talent, der hat so viel Können. Der könnte in jeder Mannschaft der Welt könnte er Stammspieler sein. Das hat man einfach damals schon fast vom ersten Moment an gesehen, was er für eine Technik hat, was er für einen Abschluss hat. Er ist schon noch ein Stück weit so ein Schlitzohr dann, geht offen 1 gegen 1 Situationen, hat einfach enorm hohe Qualität und deswegen hätte ich ihn auch gerne dabei. Auf der rechten Seite entscheide ich mich für Lars Stindl. Habe unheimlich gerne mit Lars zusammengespielt. Wir sind zeitgleich zu 96 gewechselt.
Das war 2010 sind wir beide zu 96 gewechselt. Waren eher noch etwas unbekannter, Lars schon ein bisschen bekannter, weil er bei Karlsruhe gespielt hat, schon in der zweiten Liga. Und haben quasi so beide so fast zeitgleich unseren Durchbruch geschafft auch. Lars ist ja auch sehr, sehr früh dann Kapitän geworden, hat das einfach extrem gut gemacht und ist eine tolle Persönlichkeit, ein guter Typ und enorm guter Kicker natürlich. Ja, dann wären wir ja schon beim Sturm quasi. Da entscheide ich mich einmal für Jan Schlaudraff, unsere Euro-Rakete von damals, war schon auch ein technisch sehr, sehr versierter Spieler, hat enorm wichtige Tore für uns geschossen, damals zu Europa-League-Zeiten, aber auch in der Bundesliga da darf er nicht fehlen. Ganz vorne drin nehme ich Simon Terodde, weil ich auch zum einen natürlich sehr, sehr gut mit Simon befreundet bin, aber auch einfach, was er in den letzten Jahren da geleistet hat in der zweiten Liga, jetzt als alleiniger Torschützenkönig der zweiten Liga, das ist schon eine brutal enorme Leistung und er ist ein Garant für Tore und wenn er den Ball irgendwie im 16er bekommt, dann haut er ihn auch meistens rein und so einer sollte natürlich in der Traumelf auch nicht fehlen und deswegen entscheide ich mich sowohl vom Sportlichen für Simon als eben auch aufgrund unserer Freundschaft und deswegen Simon. Ja, das war meine Traumelf. Ich hoffe, euch hat es interessiert und gefallen.